Am westlichen Ufer des Bodensees befindet sich die Gemeinde Bodmann-Ludwigshafen. Zwei Orte, eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft, die sich am Seeende direkt gegenüberliegen. Sie sind verbunden durch das Naturschutzgebiet Achried, das sich mit seinem Reichtum an seltenen Pflanzen und Tieren bei Radfahrern und Spaziergängern größter Beliebtheit erfreut. Dem idyllisch am Fuße des Bodernrück gelegenen Ort Bodmann verdankt der Bodensee seinen Namen, ursprünglich der Bodmannsee. Traditionsreich ist auch der Obst- und Weinanbau in Bodmann-Ludwigshafen. Schon im 18. Jahrhundert wurde hier Wein produziert. Bis heute genießt der Bodenseewein einen ausgezeichneten Ruf. Die Pfarrkirche St. Peter und Paul ist das älteste Baudenkmal Bodmanns. Das Langhaus wurde bereits im 15. Jahrhundert errichtet. Im Inneren besticht die Kirche durch eine eindrucksvolle Kassettendecke sowie eine gräfliche Gruftkapelle. Nur wenige Meter davon entfernt befindet sich inmitten eines weitläufigen Parks das vierflügelige Biedermeierschloss der Grafen von Bodmann mit einer kleinen, im Park versteckten Kapelle. Bei einer Fahrt mit dem Motorschiff Großherzog Ludwig lässt sich Bodmann-Ludwigshafen vom Wasser aus entdecken. Sehr beliebt in den Sommermonaten sind die beiden Strandbäder. Anlässlich der Einweihung des Hafens im Jahr 1826 erhielt Ludwigshafen, ehemals Sernertingen, durch Großherzog Ludwig von Baden seinen Namen. Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen ist das Triptychon Ludwigs Erbe des Bodmanner Künstlers Peter Lenk. Direkt am Ludwigshafener Zollhaus installiert, stellt das 4 Meter große Relief eine Abrechnung mit der Habgier und ihren Raffzähnen dar und nimmt die Politik aufs Korn. Imposantes Ausflugsziel ist die Marienschlucht zwischen Bodmann und Walhausen gelegen. Sie ist seit 1897 begehbar. Der kürzeste Weg zur Schlucht ist der Abstieg vom oberhalb gelegenen Parkplatz. Der schönste jedoch auf dem Seeweg mit dem Schiff oder zu Fuß entlang des Ufers. Willkommen in Bodmann-Ludwigshafen, das Naturparadies am Bodensee.